mit passendem Sonnenschein dann zum Frühjahr noch dazu. Also Berlin hat sich einiges vorgenommen für dieses Jahr für den Alexanderplatz. Wir machen weiter mit Prominenz zum Wochenende. Warum Frank Elstner und Heiner Lauterbach allen Grund hatten, gestern Abend sehr stolz zu sein auf die eigenen Kinder, das verraten wir jetzt. Bilder gibt's auch dazu. Stolze Mamas und Papas gestern in München und Prominente mit Durchblick gab es dazu. Bei der Modenschau eines Brillenherstellers liefen ja ein Mann, der mal im Anzug daherkommt. Kommt gut an, ja, auch abseits der Bankfiliale. Nachmittags vor uns, da kommt immer eine Serie, die ist seit Jahren wahnsinnig erfolgreich, hat ganz viele Fans und das ist Sturm der Liebe. Wird übrigens auch sehr gern von Männern gesehen. 10 Jahre schon dabei. Glückwunsch dazu. In Hollywood gibt es mal wieder ein bisschen Knatsch. Und zwar diesmal ums Geld. Also die, die ganz viel bekommen, die sind natürlich super happy, aber die anderen weniger. Der Bademantel, unvergesslich schon. Ab kommender Woche kommt ein Film mit ihr, Ulrike Krumbiegel, in die Kinos. Es geht um Träume, die Möglichkeit im Leben, einfach nochmal alles zu drehen. Ist ja eine schöne Vorstellung, oder? Einfach stoppen, nochmal alles neu anfangen. Würde sie das auch gern tun? Haben wir Ulrike Krumbiegel mal gefragt. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Hinfallen und Aufstehen, nämlich mit Fußball. Viel Spaß beim Sport und uns gibt's Montag wieder. Schönes Wochenende. Tschüss. Vorbildlich. Und wir haben jetzt wieder so eine Frau, die irgendwie am Alter vorbeizugehen scheint. Und es betrifft sie gar nicht, aber sie tut auch ein bisschen was dafür. Auch zum Teil sehr Verrücktes wird sie uns gleich berichten. Es geht um Toni Braxton, heute bei uns in der Sendung. Die Frau, die Herzen zersingen kann an Break My Heart. Wir alle kennen den Song. Es ging ihr gesundheitlich schlecht, wie knapp das tatsächlich war. Das hat sie sehr offen erzählt. Auch, dass es mit der Liebe nicht so gut gegangen ist. Dann gab es finanzielle Probleme. Also es war viel los. Sie hatte eine schwere Zeit und jetzt, wie sie da rausgekommen ist. Machen wir doch noch ein kleines Musikquiz. Kennen Sie diese Melodie? Klar, Quizfans wissen Bescheid. Das ist der Moment, wo Kai Pflaume noch mal kurz den Anzug zurechtdrückt. Und wer weiß denn sowas folgt. Also gleich die Sendung. Viel Spaß da beim Mitraten und Mitquizzen. Da wünschen wir gute Unterhaltung. Und morgen geht es hier natürlich auch weiter mit Brisant. Dann begrüßt sie Camilla Aktuelles aus Berlin. Da wird natürlich sofort das Programm unterbrochen, sobald sich da was tut bei der Kanzlerin und beim Corona-Gipfel. Ansonsten sicherlich Thema morgen in der Sendung. Einen schönen Abend. Tschüss. Tagesschau zum Ende. Das hat man selten. Wunderschönen guten Abend. Hier geht's jetzt weiter mit Brisant. Willkommen heute zu unserer Sendung. Wir haben heute auch einen ganz besonderen Auftritt. Eine Königin nämlich, die sich für Kinderrechte stark macht. Und die sehr berührt davon erzählt. Das hören wir später bei uns in der Sendung. Sortieren jetzt aber erst einmal sonst den Tag und die Nachrichtenlage. In welcher Notlage muss sich eine Mutter befinden, die ihr Baby sterben lässt? Diese Frage stellen wir wieder einmal gleich zu Beginn dieser Sendung. Wie muss es sein, wenn eine Schwangerschaft nicht als freudiges Ereignis wahrgenommen wird, sondern als permanente Last? Aktuell stellen sich diese Fragen wieder. In Benshausen in Thüringen sind 2 Babyleichen gefunden worden und die Mutter steht unter Verdacht. Erst gestern ist in Thüringen eine Mutter wegen Kindstötung verurteilt worden. Ja, noch ein Nachtrag zu diesem großen Thema. Die Zahlen der Fälle, in denen Mütter ihre Kinder so ablehnen, dass sie sie töten, sind rückläufig. Woran das allerdings liegt, das ist nicht bekannt. Wir reden über ein anderes großes Thema. Es geht um die Qualität von Lebensmitteln. Darüber denken wir natürlich immer dann besonders nach, wenn es wieder einen neuen Lebensmittelskandal gibt. Eine Königin, die für Kinderrechte kämpft und Kai Pflaume, der für tolle Frauen kämpft. All das versammeln wir jetzt in Brisant Prominent. Ja, jetzt kommt sie, die besondere Botschafterin für Kinderrechte, die wir heute in der Sendung haben. Die schwedische Königin ist das. Eine Frau mit einem Herzen, nicht nur für ihre Kinder und Enkel. Da hat das also auch noch. Von dramatischen Zuständen im Schweinestall bis hin zu glücklichen Kühen. Wir hatten heute wirklich alles in unserer Sendung. Zum Glück das Versöhnliche zum Schluss. Wir wünschen Ihnen jetzt einen wunderschönen Freitagabend. Freuen uns auf morgen. Auch Samstag senden wir ja jetzt ja immer in voller Länge. 17.10 Uhr etwa geht's los. Wir freuen uns drauf. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. So, ich muss mir mal hier den Weg bahnen, wie Sie sehen. Die Kollegen haben eifrig dekoriert hier im Studio. Auch wir sind heute monstermäßig in Halloween-Stimmung. Ja, mir gefällt sehr, könnten wir eigentlich so lassen. Wir gucken natürlich heute mal, wie wird denn so gefeiert? Wer feiert Halloween? Die Stars haben sich natürlich sehr hübsch gemacht. Also je nachdem, wie man hübsch so definiert.
Und wir zeigen auch eine Zombie-Schule. Ja? Tatsächlich, sowas gibt es. Da kann man das Gruseln lernen. Ja, ich verjag jetzt hier mal ein bisschen Fledermäuse und Nebel und Sie dürfen schauen. Sag mal, Leute. Tolle Aktion, wünschen wir da einen guten Abend. Und noch was Neues gibt es im Ersten hier. Der Sender, bei dem selbst Kranksein ja manchmal sogar Spaß macht, dank erfolgreicher Serien wie die Sachsen-Klick. Jetzt kommt dazu in aller Freundschaft die Krankenschwestern. Was diese Serie verspricht, sagen wir Ihnen leider erst morgen. Jetzt einen schönen Abend von uns. Bis dahin. Tschüss. Herzlichen Dank an die Kollegen der Nachrichten und willkommen zur Brisanz-Sendung heute. Und bevor wir sonst auf diesen Tag gucken und die Themen, die uns so beschäftigt haben, haben wir ganz tolle Bilder aus nach Norwegen oder nach Finnland reisen. Schöne Bilder heute zum Start. Jetzt gucken wir sonst auf den Tag. Das kann man unbedingt verstehen und die Gedanken sind bei der Familie. Dennoch gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele Menschen, die Fragen haben, die sich diesen Sprung vom Schiff einfach nicht erklären können. Vielleicht deshalb noch ein paar Worte von einer Expertin dazu. Denn die eine Theorie ist ja, dass es Selbstmord gewesen ist, von Daniel Kübelböck. Und Sandra Sangsari, die ist Diplompsychologin, also Fachfrau in solchen Situationen. Vielleicht können wir ganz allgemein beginnen. Welche Krankheitsbilder gibt es denn Ihrer Erfahrung nach, die Menschen dazu bringen, den Tod als Ausweg zu wählen? Spannende Geschichte. Jeder kennt doch das Angebot in Restaurants All You Can Eat. Haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, wie ernst ist das eigentlich gemeint? Und wie verbindlich ist so ein Versprechen, wenn man sich das an die Restauranttür schreibt? Und gilt es denn wirklich noch, wenn jemand kommt, der wirklich viel essen kann? Und ich meine viel. So einen Mann haben wir jetzt nämlich. Er ist Sportler, kommt aus Bayern, ist Triathlet und kann essen für zwei, könnte man sagen. Und damit hatte man in dem Restaurant, in dem er dann war, nicht gerechnet. Und dann gab es doch Probleme. Wir wünschen das der Familie sehr. Alles Gute. Und wenn wir dürfen, kommen wir gerne noch mal vorbei und besuchen Aria. Und jetzt gucken wir auf die Prominenz heute an diesem Tag. Mädels, Til Schweiger will uns was sagen. Hören wir gleich. Pur hat gerade schwere Zeiten, trotzdem ganz viel vor. Und wenn Promis singen, all das. Ja, und dann gibt es noch einen Tipp für Serienfans. Und Schauspielerin Fritzi Haberlandt schwärmt uns jetzt davon vor. Das mit dem Glückskick ist ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns auf morgen. Schönen Abend. Tschüss.